herzlich willkommen zu meiner Show. Servus, grüezi und hallo. Und wir sagen Europapokal, 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 Europapokal. Ja, Leute, endlich geht es wieder los. Die Champions League beginnt heute mit dem Rekordmeister, mit dem FC Bayern München bei Inter Mailand. Und wir werden mal gucken, was zu holen ist bei den Italienern. Und ja, es wird eine gute Aufstellung sein. Wir werden eine andere Mannschaft von der Aggressivität, vom Spielverhalten, vom Pressing, vom Umschaltspiel heute sehen werden. Wenn die Hymne der Champions League gespielt wird, sind die alle heiß. Gut, in Gladbach hatten wir Torchancen en masse, hätten gewinnen müssen, aber der Torhüter, der Sommer, hat super gehalten. Jetzt gegen Union hatten wir, ja, zwei Torchancen, waren glücklich mit diesem 1-1. Da hat diese Mentalität hat gefehlt, dieses Umschaltspiel, diese Spielfreude, da hat nichts funktioniert. Und heute in der Champions League, verspreche ich euch, Leute, werden sie ein Feuerwerk abzünden. Und ich würde mal tippen mit Reisdorf und mit mir natürlich. Ja, wir müssen gewinnen, egal wie. Ah, ich sag mal, ich weiß es nicht. Also so ein 2-1, 3-1 müsste drin sein. Ich würde natürlich auch ein 1-0 für die Bayern unterschreiben, also ein 0-1. Und dann schauen wir mal, was der Julian auf das Parkett zaubern wird heute. Also ich bin heiß. Der Europapokal ist dabei. Und dann würde ich mal sagen, schalten wir einfach mal hin zur Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München gegen Inter Mailand. Au, wie geht's? Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München bei Inter Mailand. Im Tor der weltbeste Torhüter Manuel Neuer. Die zwei Innenverteidiger Hernandez und Matthijs de Ligt. Ah nein, der Name schon. Matthijs de Ligt. Hernandez. Ah, herrlich. Über rechts außen, ja, rechter Außenverteidiger ist Benjamin Pavard. Und über links Außenverteidiger Fonsi Davis. Roadrunner. Miep, miep. So, dann kommt die Doppel-6 mit Joshua Kimmich und leider Sabitzer. Gut, machen wir später. Dann vorne natürlich unser Thomas Müller. Über rechts Kingsley Coman und über links Leroy Sané. Und vorne Sadio Mané. Sadio Mané. Ne? Und das ist eine gute Aufstellung, bis auf jetzt, sag ich mal, meine Meinung, Sabitzer. Der hätte gegen Union auch viel früher rausgemusst. Ich weiß gar nicht, warum der drin geblieben ist und, und. Du hast so viele. Gravenberch ist 1000-mal besser. Musiala ist um Welten besser. Ne? Leon Goretzka ist, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, warum man da nicht mit anfängt. Der Leon ist wieder fit und Musiala und alles. Du kannst da super Leute bringen. Du musst leider auf Sabitzer spielt. Gut, wir sind nicht beim Training dabei. Wir können das nicht sehen. Ich möchte jetzt auch keine Analyse dazu geben. Weil, das können wir nämlich gleich machen, weil ich freue mich jetzt auf die Halbzeit 1 und da schalten wir jetzt hin. Auf, wie geht's? Auf geht's! Die Bayern stoßen an. Erste Halbzeit. So, das weiße Ballett ist dran. Auf geht's, Bayern kämpfen und siegen. So, kommt Jungs. Zeichen setzen, Vollgas. Wird nicht leicht, aber... wir schaffen das. So wie die Frau Merkel oder sagt. Wir schaffen das. Oder hier wird der Baumeister sagt da oben. Jo, wir schaffen das. Komm mal, nee. Hoch da! Ach, der sagt jetzt ja wieder in den Pulk rein, ey. Schon eine Reaktion auf zwei größere Gegner, gegen die sie immer nicht durchsetzen können in der Liga. Zuletzt hat der Pommel mitbekommen. Hier, raus. Komm hier hin, Leroy. Anbieten. Jawohl. Und wieder doppelt. Jawohl. Bitte weiter. Welche laufen lassen? Genau, wow. Rechts rüber, genau. Weiter durch. Haben wir, Apparat, geh da drauf. Mensch,
Mensch. Das ist Onana. Und die Bayern mit Papa. Mütchen. Puh, hier ist der Torwart drin. Spielen doch, spielen Hernandez. Dauert zu lange. Ja, und nu? Wechseln mal die Seiten. Jawohl. Rüber. Buckel, Mensch muss laufen. So, jetzt muss einer überlaufen da. Der Komor ist alleine da. Ein bisschen Platz für Kimmich und der Puppe. Jawohl. Abschluss suchen. Sehr gut, Jungs. Gut, Josh. Erstaunlich für dich, dass er den Torhüter wechselt. Vor so einem wichtigen Spiel. Gut, Josh. Gut, Josh. Nein, ich gucke nicht auf Prime of the Zone. Jetzt aber! Oh! Super, Josh! Nimm ihn doch an, Kupfer! Was denn jetzt? Abseits? Hä? Was hat denn jetzt? So, Leute. In der Halbzeit mal auf YouTube gehen, FC Bayern Michael und ein Abo da lassen. Please. Wie gesagt, das kostet nichts und mich würde freuen, wenn ihr mir da ein Abo lasst. Könnt ihr mal gucken, da sind Bayern Sachen drin, Lost Places, Bunker, Wandervideos. Ne? Mich würde es freuen. Also auf YouTube, FC Bayern Michael, los geht's. Hoch da. Kommt, aufrücken, die sind doch an der eigenen Box. Mach zu da, pressen. Dann machen die Fehler. Rauf da! Ja, genau, zumachen, rauf und zu hier! Ja, drauf, Mensch! Die machen jetzt einen Fehler. Der kann ihn nur noch wegschießen. So, da haben wir doch! So, und jetzt. Ach. Der fällt doch über seine eigenen Füße, der Eisverkäufer da. Pizzamann. Kommt. Europa-Pokal, Europa-Pokal. Rauf da, schneller zu, mach, guck mal, der. Ja, da haben wir doch schon. Da muss schneller hier von ziehen. Das macht nicht so Larifari hier, aggressiv. Oi. Hans. Der erste kleine Fehler. Aber die Nagels machen heute schick. Schwarze Hemd und schwarze Krawatte. Mr. Black Man. Ja komm, Dunkal, Rasa, Kabuko. Werf ein jetzt. Was macht der denn da für einen Scheiß? Ruft der den Rücken? Da stehen drei Weiße. Also, das ist manchmal frage ich mich auch, was die da. Meine Güte, ey. Oh, Makala. Weg. Ja, das darf nicht sein. Der Sabitzer wieder, ey. Ich will mich ja nicht schon festlegen, aber der Sabitzer, hör mal, Leute, das ist doch nicht normal. Ja, der Sohn ist zu teuer, das stimmt. Ich habe auch nur noch bis Oktober und dann muss ich mir ein Einzelticket kaufen. Oh, Mann, ey, King. Mann. King. Das verstehe ich, wenn man jetzt so lange braucht, für so einen Abschluss zu machen. Ey. Boah, wenn der jetzt ankommt, dann. Tut er nichts, gut aufgepasst von den Bayern. Ja, da haben
Ja, aber da muss ich doch drauf achten, ey. Sagen, Junge, Junge. Nach Kamera auf Fernsehen, ey, geht nicht. Das geht nicht, tut mir leid, Leute. Raus, ey, der Torwart hat den Ball. Wir sind auf der anderen Seite des Spielfelds. Boah, der kann aber auch lange Bälle spielen, der Torwart von hinten. So, haben wir jetzt, umschalten. Jawohl, das Bällchen laufen. Matthijs, raus. Hier, Fonsi, du musst hier hin, Mensch. Geh doch dahin. Frag immer, ey, echt, ey. Verstehe ich nicht. Da muss man ein bisschen jetzt wieder wie an der Anfangszeit machen, ey. Mann. Junge. Also Leute, geht bitte auf YouTube FC Bayern München, lasst ein Abo bitte da. Bitte. Schon wieder ein Universum Shake bekommen, das ist ja geil. So, jetzt komm, Junge. Mama, warte, komm mal. Guck. Ah, ist zu weit, oder? Ja, leg auf! Oh! Oh, Mann! Thomas, gut! Super, Thomas! Thomas Müller! Ja, vorhin sieht gut auf, wie ich hätte es so im Kopf machen können. Ah, aber jetzt. Amen! Ah, schade. Ah, zu weit raus, nee. Versuch doch mal mit rechts zu schießen, da fällt es nicht um. Da ist ja doch recht, der rechte Bein noch nicht zum Stehen. Ja, schieb auch raus. Aber wie gut, dass die jetzt spielen! Körper zu machen. Jawohl. Hier, wo ist der Fonzi? Mensch, hinten und vorne arbeiten, Jungs. Was wollt ihr denn da pfeifen oder was? Das ist schon in Ordnung, das ist ein Kampf für Fuchs. Montaro, auch da wieder gutes Verhalten. Ah, zu weit. Ballverlust bei den Bayern. Junge. Und es ist ja nicht so, als hätten die nicht auch diese Geschwindigkeit. Oh, jetzt sind wir bei 247. Also, geht mal in der Halbzeit bitte auf YouTube, FC Bayern Michel, und lasst bitte ein Abo da. Bitte ein Abo da lassen. Ihr würdet mir so eine Freude machen. Kommt. Immer hoch, ich bin mal auf 1000, dass ich da auch mal live gehen kann. Ich bin bei, weiß ich nicht, noch nicht mal 300. Komm, wir machen heute die 300 voll, bitte. Mir fehlen noch 10 Leute. Boom, dann machen wir jetzt mal die 300 voll. Oder noch mehr. Alle 257, bitte bei YouTube gehen und mich abonnieren. Das kostet doch nichts. Komm, wir sind 261. Geht doch mal alle bei YouTube und lasst mal ein Abo da. Bitte, kommt. Kommt, Leute. Egal, ob Bayern-Fan seid oder nicht, aber das sehe ich ja nicht. Aber ihr könnt mir mal eine Freude machen. Ich würde es auch machen. Ich würde sogar dann Dortmund abonnieren und Schalke und. Ne? Das hat mit Fußball nichts zu tun, da würde mir da eine Freude machen. Hoch! Ah! Gut! Der macht aber auch einen Abschlag da, das ist ja wie bei Robin Ribéry früher. Das machen wir aber auch ja nicht mehr, der neue merkt ja auch nichts mehr lang, weil da keiner mehr nach vorne rennt. Und die haben den Dzeko vorne. Und da knallt er den da 70 Meter rüber. Wahnsinn. Robin Gosens. Es gab diese Gerüchte, dass er sich verändern will. Leverkusen hat Interesse, allerdings nur an einer Leihe, nicht an einem Kauf. Oh. Er würde gerne
Situation eingearbeitet. Guter Ball in Fries. Oh Mann, ey. Standard. Junge. In Richtung rechter Verteidiger. Junge. Ja, genau. Jalla, komm bitte, danke. Danke. Du bist super in Ordnung. Smiley, oder? Hast keinen Namen. Danke. Das wäre toll. Komm, 292. Ein Abo da lassen. Ey, das wäre der Hammer. Das wäre super geil. Ich meine, hätte ich 600. Boah, da wäre ich schon nah an meine 1000. Ich möchte einmal 1000 da, dass ich da live gehen kann. Bitte. Guckt euch mal an, vielleicht gefällt euch ja was da. Komm, mach Einwurf da. Dumfries. Warum, da will der Hintermann? Warum? Da stehen zwei Weiße. Warum? Ja, jetzt fällt er um wie hier. Mensch, werft den Ball nach vorne. Das lernt man schon in der Jugend. Ja, ja. Ach du Schande, das ist so. So, jetzt umschalten, schneller! Wakahu! Komm, Josh! Jawohl! Komm! Ach, der läuft auf die falsche Seite! Ja, Missverständnis, aber trotzdem. Mann! Könnte ich ja Dildo schreien. Letzter Pass leider nicht gekommen in dem Fall. Mensch, steht doch mal einer drauf. Nur dieses Verschieben nützt nichts. Ihr müsst pressen, ihr müsst die Gegner mürbe machen, angreifen, dass die Fehler machen. Die sind anfällig, die Italiener. Wir haben in den letzten drei Ligaspielen da auch unwahrscheinlich viele Fehler der Abwehr gemacht. Guck mal, setzt sie unter Druck. Irgendeiner macht jetzt den Fehler. So wie es sein Tor heute gemacht hat, oder? Ja, Mann, ey. So, jetzt sind wir bei 341. Wenn die alle rübergehen bei YouTube auf FC Bayern, würde mich abonnieren. Kommt, Leute. Denkt an den einen, macht mir eine Freude. Bei 10 werden wir wohl hinkriegen, dass wir bei 300 sind. Dass ich mal über 300 bin. Wie gesagt, das kostet euch nichts. Hier, der Rabbit. Rabbit 7201. Der Nürnberg, dann kann auch auf YouTube gehen, mich abonnieren. Kommt. Drauf jetzt! Mann, ey, drauf! Siehst du, ich spiele doch schon zu Tor. Aufrücken, mach die Mensch zu! So ruhig jetzt! Unter den Ball, nicht? Jawohl. Ah, Yoshi! Ganz ruhig. Spiel doch hier von sich. Lautaro, da wäre sogar noch was drin gewesen. Meine Güte! So jetzt! Jawohl, jetzt mal umschalten, Sané. Hatte jetzt mal ging. Bislang sichert Inter die Konter der Bayern. Oh, das war gut. Aber schieß doch mal drauf, Jungs. Das war sehr schön gespielt, aber. Ja, Busa. Oh, 355. So, auf YouTube, Leute. Bitte. Geht mal alle 350 Leute auf YouTube und macht ein Abo da. Bitte. Victoria Pilsen, das schon ab 18 Uhr, also die etwas ungewöhnlichere Abschlusszeit. Kommt hier! Christian Doppelpack, die Woche drauf. Bayern in Pilsen, in Tschechien ab 20.15 Uhr. Dann bei uns. Ja, da haben wir auch Karten bestellt vom Fanclub in Pilsen, aber da gibt es ja nur 600 Karten. 600 Karten, da passen nur 12.000 rein. Was ist das denn? Champions League Spiel 12.000 Leute nur. Das hat ja hier jede. Dritte Liga-Mannschaft. Oder hier, keine Ahnung. Mittelrhein-Liga. D'Ambrosio! Boah, gut, Manu! Gut, Manu! Da ist wieder keiner. Jetzt haben wir versucht, mal schnell zu machen. Jetzt sind wir wieder beim eigenen Torhüter. Das kann nicht wahr sein, echt, ey. Mann. Ich würde schon nicht spielen, ey. Mensch, wir müssen da besser ins Spiel kommen. Unentschieden reicht nicht. Was dafür? Weil
Engels an der Tatbarat sehr viel mehr nach vorne mitmacht. Ja, aber das ist alles noch zu wenig. Da ist nicht Spielfreude zu sehen, richtig. Da ist nur Ball behaupten, aber keiner hat so eine richtige Idee. Ne? Oh, Sabitzer hat den Ball und er steht 2 Meter neben und spielt den hoch. Ruft den hoch, Alter. Das ist zu eng, das ist zu eng. Ihr spielt. Mensch, das Kind, das ist alles zu eng. Aber dieses Mittelfeld, und das ist öfter mal die Zone, in der was passieren könnte, ist manchmal auch sorglos im Zehnerraum, wenn die Bayern zum Beispiel mit Kimmich dastehen. Dritter versuchter Abschluss. Von genau da. Gut, Josh. Ein Torwart mit, jawohl. So, und jetzt wieder breit machen, formiert euch. Zack, stellen. Los. Mensch, mach doch schneller, Hernandez. Mach doch nicht so ein Ding, der Gulasch hat jetzt aus dem Scheiß gemacht. Mensch, lass das Bällchen mal schneller laufen. Meine Fresse, echt, ey. Mann, ey. Das kann ich ja schon sagen, wenn man sich mal die Zeitungen angeguckt hat, wenn man mit Journalisten gesprochen hat oder Fans. Die Fäkalien hier in Mailand waren echt am Dampfen nach dieser Niederlage. Ja, ist doch faul, Mensch. Glücklich, dass das genommen wurde. Foulspiel an Hernandez, so hat es der Montepa entschieden. Ja, jetzt wieder keine Frage. Guck mal. Könnte doch voll rechts gegen die, der nicht da. Das ja, setzen wir voll Pfosten, echt, ey. Er tritt doch voll gegen die rechte Wand, nicht mal gegen Schienbein. Ball. Das kann auch anders ausgehen. So, Einwurf weiß, Jungs. Weiter jetzt, schneller. Wir dürfen nur nicht in Führung gehen, die Mailänder. Da wird es nämlich noch schwerer. Dann serbische Mannschaften stellen sich nämlich kompakt hinten rein und machen dann nur noch Konter. Ja, Bayern, Foulspiel! Mensch! Mensch, du die Füße da weg, Mensch, Spaghetti! Ja. Mach weiter, Hernandez. Ja, interessant zu sehen, jetzt wieder mit 5 Mann hinten hinter, gerade eben, wo sie hoch angegriffen haben. Wieder nach hinten. Jetzt geht man 3 Meter nach vorne und dann spielt man wieder hinten rum, ey. Verstehe ich nicht. Aber sobald die Bayern die erste Linie überspielt haben, lassen sie sich zurückfallen, vor allem Gosens und Dumfries in die Dreierkette und warten dann so ein bisschen wie jetzt, was die Bayern machen. Und genau das ist eine Organisation, die Inter in den letzten Jahren angefangen mit Spalletti über Conte und Inzaghi perfektioniert hat, in witziger Weise verloren hat. Wieder Kimmich. Wir hatten drüber gesprochen. Echt sehr viel Platz. Und dem muss nochmal einer auskommen. Nächster Abschluss von ihm. Ja, muss nochmal ein Fuß dazwischen. Abschluss, genau, aber kräftiger rein. Muss nur mal einer den Fuß dazwischen tun und dann. Gut. Ja, der Sané läuft auch wieder ein bisschen orientierungslos darum. So schneller, Jungs. Spielt raus. Ja, macht breit, genau. Mach breit. Und rück auf hier. Was machst du denn jetzt da hinten? Geh nach vorne. Sané, komm auf. Mach nicht so, Sané. Kämpf mal für die Mannschaft. Kannst du jeden Ball kriegen? Weißt du ja doch nicht rein dann. Junge. Oh, danke Alexander für die Rose. Thank you, danke. Rose. Danke. Foulspiel. Ja, etwas so gestimmt, was Toni gegen Sabitzer, der es natürlich auch clever macht. Für einen Zorro-Schneuzer.
Ja, saß mit Ball, hat sich vertändelt. Zurück, Sané. Junge, Junge, Junge. Ja, es wird interessant zu sehen. So, lass ihn laufen, der Bällchen. Geh doch, treib den Ball, es kommt doch keiner, Savitzer. Mann, da kommst du noch 10 Meter hier, da war keiner. Mann, ey. Gut, Thomas. Wow, 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 wow. Da steht schon bei Leverkusen. Oh, danke für die Schatztruhe. Danke, Fabri. Was, Fabri? Das ging so schnell, danke. Danke für die Rose, Brian. Nix. Eine Schatztruhe, geil. Das ist ja geil. Schatztruhe. Die Hüftrotation ist nicht so. Das Ding, der hinterlässt hier. Mensch, Thomas, der muss doch rein. Der muss doch rein. Irgendwann Fernsehen. Nein, ich kann nicht im TV sein. Wisst ihr, das ist eine Stärke der Bayern, Ecken. Das hat sich nicht verändert mit dem Zugang. De Ligt. Ah, Mann, ey! Schieß doch mal die Ecken rein. Immer zentral auf den Torwart. Thomas, komm, jetzt immer näher. Jetzt sind wir immer näher. Jetzt sind wir an dein Tor dran, Mensch. Auf geht's! Mensch! Wow, Mann! Ah, der muss doch langsam mal rein jetzt, der blöde Ball. Rein ins Tor. Auf geht's, Bayern. Schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Hat ein Feuer. Fünfmal Feuer in seinem Tante. Fabres. Fabres. Dankeschön, Dankeschön. Danke für dich, Feuer. Danke dir. Super, du bist cool. Dankeschön. Fabres. Spricht sich das richtig aus, Fabres? Ja, jetzt hat der Fabres ein Feuer gezündet, jetzt geht los, jetzt zündet ihr auch mal ein Feuer, Jungs. Spielen nicht durch die Mitte, mach breit das Feld, Mensch. Mann, ey, das ist durch die Mitte, scheiße, da kommt aber keiner, wo ist der Pavard denn? Komm wieder zurück da. Mann, jetzt sind wir da, jetzt hat der Neue den Ball wieder, wir waren vorne an der, meine Güte, ich werd irre. Mensch, Leverkusen noch 0-0, ich denke, sie sind am Verlieren. Mann, ey. Man sieht das jetzt gerade aus dem Bild fliegen. Das macht es dann vorne drin, vier, die ganz oft gehen. Jetzt! Die Bewegungen haben sie. Da kommt er schon. Sané, überragend! Ja! Leroy Sané! Alle, alle, oh! Alle, alle, oh! Hast du das gesehen, wie der Ball da kommt? Danke für die Bälle, Fabres. Boah, hast du das gesehen? Ball, bumm, mit der Brust weiter und mit rechts rein. Ey. Leute, guckt euch das mal an. Leroy Sané, das hast du mal super gemacht. Das war geil. Da hast du eben noch gesagt, schießt vorbei. Guck mal da. Zack, kein Abseits. Guck mal da. Im linken Fuß, bumm, keine Hand, mit der Brust und rechts rein. Genial, Junge, genial. Das war, ey, Zuckerli. Nein, keine Hand im Brust. Boah, guck mal da. Bup, Brust. Zweimal Brust. Dann mit links vorgelegt und mit rechts rein. Eiskalt, Junge. Leroy Sané. Boah, ist das geil. Ist das geil, Leute. Yeah. Inter 0. Bayern München 1. Danke, bitte. Wow. Wow. Super, Leute. 394. Alle bitte bei YouTube gehen. Danke, Marza, für das Feuer. Danke, Fabres, für die Rosen. Danke, Leute. Danke, 400. FC Bayern Michael. YouTube, abonnieren. Danke. Fabres. Heißt das Fabres? Wow. Hast du Rosen? Hast du Blumenladen überfallen, ey? 50 Rosen, 60 Rosen. Ah, Leute, danke. Danke. Junge. 70 Rosen, danke dir. Best man. Stefan Link grüßen. Stefan Link gegrüßt. So, jetzt weiter, Jungs. Noch von der Halbzeit noch ein Tor. Schießt ein Tor.
Auf geht's, Bayern, schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein Tor für uns. Yeah. München. München, alle, alle. So, haben wir. Jawohl. Kann ja nicht sein. Der war doch mit dem Fuß, war doch gar nicht dran. Der Linienrichter, der steht einen Meter daneben. Da könnt. Ah, genau. Genau, ja, genau. Der Hauptschiedsrichter hat gesagt, Bayern wird. Und der steht einen Meter daneben, sieht das nicht. Da fällt mir nichts so ein. Der steht einen Meter daneben und der Linienrichter sieht das nicht. Alter Falter, ey. Oh, was? Wunderlampe. Acht Wunderlampen. Wer? T-Folgen? Wunderlampe bist du? Danke, T-Folgen. Danke. Danke euch. Danke. So, jetzt. Umschalt. Schnell, schnell. 4-4. Guck außen. Ah. Oh. Das hätte, ja, das war der eigene Mann. Oh, das war gut. Gut, Leroy. Boah. Jetzt läuft es, Bälsche, jetzt läuft es. Was hat Longen ein Universum gesendet? Ein großes. Leute, denkt dran. YouTube, FC Bayern München, Fab Res. Danke für die Pandas. Danke, du bist der Beste, du bist ja cool. Bro, ich küsse deine Augen, oder wie heißt das, ne? Nice. Aufpassen. Gut. Stellen, nur stellen, ohne Foul. Gut, Junge. Gut, Baba. Jawohl, jetzt haben wir den Kampf. Jetzt haben wir den Kampf wieder für uns entdeckt. Sehr stark. Mitgehen. Hinter den Mann stellen. Macht super, Baba. Du stehst so weit weg. Jawohl. Immer hinter dem Mann stehen. Da kann ich nichts machen. Da kannst du nur abblocken. Jungs, falscher Einwurf. Jawohl, Bayern wirft. Dickmanns, danke für die Autoräder. Danke für die 10 Autoräder. Juhu! Eine Schatztruhe, Fabres! Fabres, du bist der beste Mann. Mashallah. Cool. Das ist geil. Danke dir. Juhu, jetzt geht's ab hier. Juhu. Los, Jungs. Hast du. Geh. Hast du noch? Ja, gut. Boah. Jawohl. Immer nur stören, Sani. Super, Junge. Heute, ja, der Anfang habe ich gedacht, der läuft ein bisschen hier wahllos rum, aber jetzt mit dem Tor. Boah. Zuckerli, Jungs. So, jetzt müssen wir noch einen drauflegen. Zwei Halbzeit 2-0. Und dann kann man entspannt aus der Halbzeit kommen. Ne? Nur hellwach sein. Wir haben eine Viertelstunde noch. Wir dürfen jetzt kein Tor mehr kriegen vor der Halbzeit. Auf. Stören. Guck mal nicht. Nein, so nicht. Ah, hier läuft der Fonzi. Jawohl, da muss der Papa rüberkommen. In die Mitte. Jungs, geil. Juhu. Bayern. Guck mal, der Dumfries da. Da will jetzt einen anderen Ball. Ey, die wissen, dass die 1-0 zurück sind, oder? Macht der hier so ein Theater wegen so einem Eindruck? Pass auf, jetzt fällt er da hinten runter. Ja, fällt er da hinten runter. Hacken. Und falsch. Ist da so ein Ding? Und er geht mal weiter, fällt hinten auf die, wie heißt die Moderatorin nochmal? Jungens, Henk, jo, ich bin der Henk von, danke fürs Folgen, Leute, alle, Henk von Breaking Bad. Ich hab mir das mal angeguckt, aber ich sehe gar nicht so aus wie der, also, weiß nicht, ich hab zwar auch eine Glatze, aber, weiß es gar nicht. So, komm, wir machen jetzt mal. Ich muss mal gerade kurz mal Speck machen, ich komme direkt wieder. Ihr könntet euch auch für eine Konferenz entscheiden, ihr könnt alles haben, ihr könnt das am Mittwoch haben, ihr könnt das am Dienstag haben, einzelne Konferenz, alles, nur mal bei uns, danke dir.
Oh, sorry, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass du geschrieben hast. Ich war so am Spiel dran und so. Ich habe das ja leise, ich gucke dann ja nicht immer drauf. Ich habe jetzt auch gar nicht mitgekriegt, dass du geschrieben hast. Ja, der Josh, ja, aber Leroy super gemacht, oder? Boah, mit links da, mit der Brust und dann wieder links und dann rechts rein, geil. So, dann bin ich wieder. Ich musste gerade nur eine WhatsApp beantworten. WhatsApp von unserem Crazy vom Fanclub. FCB für immer 2011. Prost. Jetzt, pass auf, machen wir 2-0. Aufmachen zum Jubeln. Jubeln. Die Ribberin sagt, Jubeln. Komm, Josh. Ah, das klappt nicht. Das klappt nur gegen Frankfurt im Nebel. Ja, und der hatte freie Sicht. Boah! Drauf da, der ist doch außen, was will er machen? Jetzt ist Dzeko mal rechts draußen und im Frieser im Moment. Alter, Hit, oder? Au, was schaust du? Ja, lass uns doch so. Tschalalalalalala. BVB ist auf Platz 2 und ihr auf Platz 3. Das ist doch wunderbar. La 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 la. Ich sage nur, am Ende muss wir da oben stehen. Das werden wir auch sein oder tun. Ne? Erste Klatsche kriegt er am 8.10. im eigenen Anali Duna Park mit 0-4 gegen den FC Bayern München. Ein Punkt vor. Das hat die Bayern sich ja selber zuschreiben. Die hätten die Gladbach 10-1 gewinnen müssen. Und gegen Union, ja gut, das war schwach, das war sehr schwach, aber da gehen auch noch andere Mannschaften, lassen da Punkte liegen. Gut, die spielt jetzt in Leipzig, die, obwohl die ja jetzt neuen Trainer haben, ich weiß nicht, wer jetzt Interimscoach oder was weiß ich. Weg da raus, den Ball! Gut, ne? Gut, da sagt man immer, der Rose ist in Leipzig. Okay, gut. Ja gut, ob der jetzt... der Große. Ja gut, spielt er irgendwie doch Wunder. Ja, vielleicht neue Wesen kehren gut. Vielleicht, ja, vielleicht macht er ja dann einen Punkt zu Hause gegen Dortmund. Ne? Aber, ja, gut. Dortmund haben die Rollen im Champions League. Wieder Punkte für Deutschland. Ne? Auch gut. So hoch, hoch, hoch. Standardsituationen, das wissen wir noch. Sehr gefährlich. Dzeko. Größe. Wow. Da waren schon zwei Mann, der Müller und der Pavard. Thomas so weit bedrängt. Wow. Ja, Thomas Müller hat natürlich Nachteile, aber das hat gereicht. Er hat ihn bedrängt und somit kommt man nicht frei. Wow, so, 10 Minuten. Da hat man dann den Ball nicht in diesen Kreisel reinlegen muss, hat man den ja so weglegen muss. Aber da muss doch eine Regel fehlen. Foulspiel. Diesmal war es ihm zu unsauber. Gut. Gut, 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 gut. So, 10 Minuten noch. Kein Tor mehr, kein Tor mehr, Leute. Kein Tor mehr. Wo sind denn meine ganzen Fabres und... wo sind sie? Wo seid ihr? Seid ihr weg? Ich stehe jetzt 1-0 für den FC Bayern München. Ja, so, ich muss mal gerade gucken, ob der Präsi geschrieben hat. Ich komme direkt wieder. Ne, hat er nicht. Muss ich jetzt aufpassen. 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 So, kommt, Leute. 10 Minutes. Komm mal, dann bäumen wir schon auf. Noch ein lecker Reis auf Gold. 2-0 Neapel. Und was machen die Leverkusener? Die Billen. Hier außen, außen! Oh. Und Müller. Nochmal. Und Da muss doch 2-0 sein, Leute. Mann, da muss doch 2-0 sein. Da war auch so leicht rausgespielt hier. Oh Mann, ey, fuck. 2-0 für Barca. Ja. Ja, gute Möglichkeit für Sabitzer.
Ja, ich habe das gesehen, Lewandowski. Der hat ja ein geiles Tor gemacht mit der Hacke, wa? Boah, das war echt ein geiles Spiel, geiles Tor. Der nach der Außenlinie rechts, also außen am rechten Tor und dann mit der Hacke, mit der linken, warte, der lief so, mit der linken Hacke, genau, ne, rechte Hacke, rein, boah, das war ein geiles Tor, muss man sagen. La 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 la, 1-0 für die Bayern! Warte. So. Tschalalalalalalala. Bayern. Hoch da! Matthijs. Gut, ach, jetzt haben sie schon mal gegenseitig angeköpft. Ah. Oh wei. Ah, ja, der Kimmich, der. Was denn jetzt schon wieder? Ja, war zwei unterschiedliche Aktionen. Dzeko zuerst gegen Sabitzer. Ja, das war faul. Das war faul. Also, dann kriege ich da zum eigenen Mitspieler zusammenrasseln. Aber er hatte Freischuss hinter ihm. Da Sabitzer faul gegen Dzeko. Ja. Dass man immer jetzt Freischuss hinter ihm müssen. Das ist eine harte, ne? Nee, das ist keine harte, aber faul. Dann guck dir das mal an, wie der das macht. Wahnsinn! 300 sind wir. Super! Super, Leute! So, und jetzt haben wir noch was. Verletzungspause. Wie gesagt, geht mal bitte auf YouTube. FC Bayern Michael und lasst ein Abo da. Please. Please. On YouTube. Ja, das war geil. Oh, da. FC Bayern. Danke für die Rosen. 5 Roses. Thank you. Natürlich auch launisch ist. Dankeschön für die Rosen. Dankeschön, wie lieb von dir. Das ist auch gut, das mache ich jetzt auch. Jeder, der mir ein Geschenk macht, kriegt jetzt ein Ständchen vom rosa-roten Panther. La 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 la. Danke für die Rose, Jens, danke für die Rose. Danke, wie schön von dir. Brian, danke für die Rose, danke, wie lieb von dir. Jetzt wird es aber anstrengend. Junge, danke für die Rose, danke ich dir. Da kommst du ja ganz durcheinander, wenn du jetzt mehrere machst. Oh, Leipzig, danke für die Rose, danke ich dir. Leute, ihr macht mich fertig. Das ist ja gerade das Geheimnis immer jedes Trainers, aber auch Mitspielers. Boah, Leute, so jetzt. Spiel nicht hinten rum. Nein. Bin ich beleidigt bei welcher Aktion und das macht dann schon. Hoch. Haben wir. Komm, Sané. Oh, die Rücken mal zurück. 3, 6, 8 Mann zurück. Und vorne sind ja nur. So, jetzt wollen wir mal gucken, Welt. Ah. Und das ist der einzige Kritik. Nein, Ball gespielt, oder? Geh weg, jetzt kriegst du eine Karte. Jetzt kriegst du eine Karte, weil du diskutierst, Matthijs. Mensch, Junge, geh doch einfach weg. Ist doch nur Freischuss, wie viel von da. Aber da muss man immer noch wieder labern. Bist du selber schuld, dass du jetzt eine gelbe Karte kriegst. Mann, oh Mann. Oh, Mensch, ja, nicht, geh weg. Triff den doch ja nicht. Und ich bleib dabei. Der Töne berührt ihn gar nicht. Mann. Aber er hat die gelbe Karte nur bekommen für Meckern wieder. Mensch, Jungs. Und jetzt schon wieder 50 Euro in die Mannschaftskasse tun. Ja, das haben die ja nicht so wie bei uns früher. Ja, 50 Euro haben wir ja auch nicht, aber früher war ja auch andere Zeit vom Geld her. Den Max-Zeiten, wo ich gespielt habe. Hab ich 2 Euro noch gespielt? Ja, 2002. Ja. Nee, 2002 nicht. Ich hatte den Kreuzbandriss 2001. Ah, da war nicht der richtige Ball. Hand! Mensch, das spielt weiter, kommt da! 5 gegen 4, mach mal was! Ah, dauert zu lange. Mach mal was, Digga, Mann, ey. Mann, ich werd irre hier, ey. Ai! Komm, jetzt noch schön vor der Halbzeit. Von dem Komor komme zu wenig. Ah.
Gut, jetzt läuft. Einfach bissiger. Sie wollen den Zweikampf gewinnen. Das ist das, was hinter ihm. Zurück. Ich könnte hinten ausruhen. Jetzt schießt er doch den Ball weg, ey. Mann. Zurückgeführt. Aje. Lala, heute kein Ständchen mehr. Lalalala. Ah, da. Rose, Ausrufezeichen. Ich danke dir für die Rose. Für die Rose danke ich dir. FC Bayern. Für die Rose. Für die Rosen danke ich dir. Das ist ja echt anstrengend. Zu perfektionieren, das macht eine Top-Mannschaft aus und deswegen sind sie auch dieses Jahr für mich wieder einer der Anwärter auf den Titel. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Barcelona führt 3-0, habe ich gelesen, glaube ich. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir mal 2-0 nachlegen oder 3-0 oder so, dann auch mal ein bisschen ruhig. Und sonst haben wir nämlich wieder 1-1 und dann wird wieder schwer, dann mauern die wieder, dann sind die zufrieden. Hammer! Spielen! Ich werde da immer diese Hintenrumspielerei, da kriege ich Hitze, da habe ich Fieber. Der Sané muss mal, ich glaube, der, nicht Sané. Ah, der war der Kingsley. Kingsley war der. Es dauert zu lange, ein großes Wind nach vorne spielen, aber keiner bewegt sich nach vorne. Erst jetzt langsam. Oh, guck mal, wenn die jetzt weit rausspielen. Ja, weg, gut, sehr gut. Sehr gut, Chico. Lalalala. So, 2 Minuten noch, ja, zwei Minuten hoch. Ich hab keine Coins mehr. Achso, 2-1, achso, okay. Ich habe keine Coins mehr. Das ist ja nicht schlimm. Kann man aufladen, ne? Ja, kostet alles ein Schwein hier heutzutage, Leute. Ich muss 250 Euro an Gas nachzahlen, ey. Also nicht nachzahlen, sondern diese Gaspauschale zusätzlich. Von 93 schon auf 336. Wie will man das als normaler Arbeiter bezahlen? Könnte ich gar nicht. Wenn meine Frau nicht mit arbeiten gehen würde, könnte ich das gar nicht bezahlen. Jetzt rechne mal, ich hatte ein Video im Status, hat mir einer geschickt. Da ist eine Frau gewesen, die hat, weiß ich nicht, für eine 45 Quadratmeter Wohnung mit den Preisen, Leon Goretzka, von 400 irgendwas auf 998 für eine 45 Quadratmeter Wohnung muss die bezahlen. Miete mit Gaspauschale ist von 76 Euro auf über 400 gegangen. Also, langsam ist es nicht mehr normal. Also, die kriegen uns kaputt. Und dann kriegst du dann Ende September kriegst du eine Pauschale von 300 Euro. Da sind schon die Steuern drauf und du musst auch nochmal Steuern bezahlen. Die wollen uns verarschen, ey. Die wollen uns echt verarschen. Alles Mögliche wird teurer. Das ist doch zum Mäusemelken. Wie soll das? Oh, ich hab ja der Grätsch jetzt. Gut, Fonzi. Gut, jetzt umschalten, schnell. Jetzt sind sieben blaue hinten bei den Bayern. Jetzt da vorne, Mensch. Was? Abstimmung gewinnt? Warte mal, wie geht das? Abstimmung? Okay. Wer gewinnt? Cool, der Blätter mach ich. Start. Der Dampf ist für mich auch eine Enttäuschung. Okay, was hab ich gemacht? Wer gewinnt? Abstimmung gestartet. Achso, okay. Cool. Respekt hat vor Mann, ey, Leute. 2 Minuten Nachspielzeit. Ja gut, das ist jetzt Halbzeit gleich, ne? Dann machen wir erstmal die Halbzeit-Fazit und dann komme ich wieder zu euch. Ich muss da neues Bier holen und dann der Akku muss ich neu reintun für auf YouTube FC Bayern Michel. Aber ihr könnt jetzt in der Halbzeit mal auf YouTube gehen, FC Bayern Michel. Abo dalassen. Ich bin mal gespannt. Ja, die Straße hier. So, Halbzeit ist, die Bayern führen 1-0. Bei Inter Mailand durch ein wunderschönes, zum Zungeschnalzendes Tor von Leroy Sané. Ein super Pass. Der Junge nimmt den Ball aus der Luft mit dem linken Fuß an. Der titscht ihm zweimal gegen die Brust. Dann titscht er noch einmal auf und der nimmt ihn mit dem linken Fuß mit und schießt ihn mit dem rechten rein. Ganz toll. Ne, am Anfang habe ich gesagt, ja, ein bisschen so, läuft ein bisschen mit und so. Aber dann kam er. Ne? Gut, Sabitzer hat jetzt einige Fehler gemacht, aber sonst ist es ganz gut. Aber immer noch dieses, ja, die letzten 20 Minuten waren okay. Dann haben wir wieder gemerkt, wir sind mir.
Ballsicherheit war da und so weiter, aber wir müssen ein bisschen schneller umschalten und den Druck, dieses Pressing müssen wir machen. Wenn die hinten den Ball haben, muss ich doch zumachen, muss ich zulaufen, die Seiten und alles so, um den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Ne? Und dann umschalten schnell, schnell, wie die am Anfang auch gemacht haben, Inter. Der Torwart hat den langen Ball über 70 Meter nach vorne und dann stand einer da und dann wurde es auch gefährlich. Ne? Aber die Italiener, Inter ist anfällig in der Abwehr. Hat man in den letzten drei Ligaspielen gesehen. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir aus der Halbzeit rauskommen, da weitermachen, wo wir die letzten 20 Minuten aufgehört mit haben und dann zwingen die Italiener zu Fehlern und dann machen wir da 2-0 und dann ist das Ding gegessen da. Und jetzt schalten wir hin zur Halbzeit 2. Au, oh, wie geht's, Burm? So, auf geht's, zweite Halbzeit. Jetzt wollen wir ein 2-0. So, weiter geht's. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf Fußball. Fußball. Weiter geht's, genau. Keine Wechsel. Ja, keine Wechsel, verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, da muss man doch zur Halbzeit jetzt abends auch nicht mehr auf Wirbel machen. Ja, faul. Ja, der Parfait ist heute unauffällig, aber macht seine Sachen gut. Gut, das war jetzt ein blödes Foul, ne? Aber, ja, weiter und gut ist. Jetzt müssen wir nur aufpassen bei dem Freistoß, dass da nichts passiert, ne? Schon wieder hat einer einen Unisage geschenkt gekriegt. Was ist das denn, Emma? Soll ich jetzt aufpassen? Bastoni mit links oder Cialanolo. Ach, Cialanolo, da ist doch der aus Leverkusen, ne? Ja, was macht der denn? Komm, Sané, genau, genau, unter Druck setzen, unter Druck setzen. Ah. Er ist zu weit, geht er nicht mehr, geht er nicht mehr. Aber komm mal, stellen, stellen. Dass die nicht mehr zu Flanken kommen. Nee, kann kein Abseits sein. Er hebt die Hand nicht immer hoch. Gut, dass der zu dumm war, den Ball wollen zu nehmen, ne? Nein, ich kann den Bildschirm nicht zeigen. So, wo ist dann mein Freund aus? Ja, danke Marcel, ich danke dir. Für den Kalender danke ich dir. Sehr cool. Cool, Bro. Ist gut, ist gut, ist gut. Danke. 35, 36. Was ist das denn? Kalender heißt das? September. Marcel hat Hallo September. 36 gesendet. Danke für den Kalender. Danke, Willi, von dir. Danke, Joel, für den Reifen. Für den Reifen. Nee, volle Pulle. Danke ich dir. Macht Spaß mit euch, Leute. Macht echt Spaß. Volle Pulle. Volle Pulle, ich gebe immer volle Pulle. Wir und die Bayern. Volle Pulle. Volle Pulle, ole, ole. Volle Pulle. Volle Pulle. Das ist eine volle Pulle und das ist eine halb leere Pulle. Ah, komm, Manni. Machen wir was. Manni macht dann. Gut ausgespielt. Schöner Ball von Sabitzer. Oh, Mann, Fonzi. Ey, konzentriert euch doch jetzt mal wieder. Mann, ey. Da musst du ruhig machen. Da sind fünf gegen zwei. Fonzi, ja. Okay, weiter, weiter, weiter jetzt. Und du musst mal mehr Roadrunner wieder machen. Mensch, 1-0 ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Komm, wir machen jetzt 2-0. 2-0 müssen wir machen. 2-0 müssen wir machen. Oh. Ja, 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 komm mal. Komm mal, du musst ein bisschen mehr machen. Du musst ein bisschen mehr machen. Hast du den Raum? Immer ein bisschen mehr machen. Mehr machen! Laufen! Ey, die können doch Pause machen!
Magnus, ich danke dir für diese Rosen, danke ich dir. Und noch mehr Rosen. Und nochmal danke, lieber Magnus. Danke, wie lieb von dir. Magnus. So ein cooler Name, Magnus. Ey, danke, danke, danke. Ist gut, ist gut, ist gut. Wo soll ich denn jetzt hin? 50 Rosen. Da steht unten schon 50. Du hast doch gar. Boah, das ist ja krass. Danke dir, Magnus. Magnus. Das ist ja ein Blumenstrauß. Nein! Oh, oh. Boah, Leute, jetzt fangt da nicht an, hinten zu Battlefield 1-1. Gut, Manu. Mensch, ihr seid mit 4 Mann gegen 3. Wie kommen die denn da ran? Ihr seid jetzt 5 blaue und 7 weiße. Also verstehe ich nicht. Da komme ich nicht dran. Also, ja, das war echt knapp, Markus. Ah, Mann, ey. Du musst ja jetzt nicht betteln für so ein Gegentor jetzt. Ich will kein 1-1. Ich will einen Sieg. Ich will 3 Punkte. Ach, der Jumpy. Dumfries. Sind sie einfach eine Klasse schlechter. Zieh Schienbein schon an, dann passiert ja das nicht. Das Motto für Inter sein, da die Bayern einfach höher zu attackieren. Was meldet er jetzt? Gar nichts passieren darf. Ja, der schießt den der gegen den Fuß. War nix. Hey, was seid ihr denn alle? Sind nur noch 100. Red Bull, nichts mit Champions League praktisch. Ja, die haben jetzt, ich weiß nicht. 2-0, yes? Was 2-0, yes? Yes or no? Yes. Yes, 2-0 will ich jetzt, genau. 2-0 will ich jetzt, oder in Dings wäre mal geil, in Universum. Das wäre ja mal geil, Universum. Am Universum machen wir am 30. Ah ne, Moment, 30. bin ich ja gar nicht, doch. 30.10. abends machen wir mal live. Und dann habe ich wieder Geburtstag und dann jeder wieder ab, Leute. Dann hoffe ich auf euch. Mensch, aufpassen, das ist. Guck mal, wenn der jetzt rausspielt. Nein. Müssen wir ein bisschen anziehen, die Bayern. Müssen wir mehr kommen. Mehr. Da geht doch mal einer drauf, Thomas. Klares Gefälle. Inter über rechts. Sehr viel. Guck mal, die stehen alle da. Guck mal, da. Ihr seid zu weit weg von den Leuten. Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Platz haben, die nehmen den Ball an. Wenn die das Spiel machen. Wenn die aber den Ball erst annehmen müssen und unter Bedrängnis geraten, dann ist es doch viel schwieriger, Mensch, Leute. Ihr seid zu weit von den Leuten weg. Wechsel mal. Jetzt muss der Savica raus. Guck mal, was die am Platz haben. Die können den Ball annehmen und vorne ziehen. Mensch, Franz, du bist doch viel schneller. Du musst doch da mal was machen. Aber der zweite Mann fehlt. Da, guck mal, der kann ihm den Ball rüberspielen. Macht der denn? Rüber, verschieben. Ihr müsst verschieben. So, hin, einer hin. Komm, Sané. Mensch, ey. Nicht ausruhen auf dem 1-0. Wir müssen aufwachen gerade. Ja, richtig, Joel. Ja. Darmstadt immer dankbar für das Spiel, weil wir insolvent waren. Ja, guck mal, siehst du ja jetzt bei Viktoria Köln, haben die Bayern auch auf 50% des Gehalts, also hier die Einnahmen verzichtet. Das sind die Bayern halt. Boah. Warum geben die denn jetzt die Hand? Ja, was willst du denn jetzt? Kommt da völlig rein zum Kopfball. Ich kann hier Tag, da bin ich mir nicht sicher, ob es auch war. Aber da habe ich mal eine Zeit für gesehen. Weiter. Sehr gute Chance für Jerome Brissard ist unser Video Assistant, der natürlich im Hintergrund alles im Blick hatte. Das ist doch scheißegal, Inter, wer den Einwurf macht. Also, als wenn der Gohens besser einen Einwurf macht als der andere, verstehe ich nicht. So, Ecke jetzt, aufpassen. So, jetzt Ecke abfangen, Neuer nach vorne, bam, 2-0, Feierabend. Guter Druck, so einfach ist das. Macht mal ein bisschen mehr jetzt.
Macht mal was. Bloß kein Foul, alter Box. Foulspiel. Junge. 6-1-1, Joel. Wir müssen jetzt 2-0 machen und dann... Ja, Foul, genau. Gutes Blockverhalten und das ist dann auch gleich sichtbar. Nein, kein Foul. Spielen. Zentrum bei Inter jetzt zumindest etwas geschlossener, sodass diese krassen Bälle nicht mehr ohne weiteres gehen. Ah, voilà. Aber guck mal, wir haben jetzt wieder 55 Minuten im Spiel, ne? Warum? Wird man nicht vorher dann nochmal wechseln jetzt? Foul! Das müssen Sie einfach jetzt mit dem Publikum versuchen. Mann, ey! Ja, da musst du jetzt Kontrolle über das Spiel wieder haben. Du führst 1-0, du musst jetzt. Mann! Und so im Stadion. Die totale Kontrolle über 90 Minuten hat, da gerät es halt nochmal unter Druck, da wird es Phasen geben, da gibt es zwei, drei Eckbälle hintereinander. Die gab es jetzt, aber dann geht es auch wieder selber um ein. Joshua natürlich erfahren, lässt sich jetzt auch zeigen. Genau das sind die Momente, wo du auf diesen Rhythmus wieder durchbrichst, des Gegners. So, jetzt komm, Matthijs, mach einen schönen Kopf von uns drin und dann boah, das mit dem 2-0. Nee, dann wieder upwärts. So, jetzt Ecke. Du! Schieß! Oh. Was ist denn jetzt? Das war doch Ecke. Sehr gute Möglichkeit für Thomas Müller. Das war doch Ecke. Bisschen Glück geht er durch. Der schießt ihn noch an. Vorne und macht sofort weiter Druck. Also das machen sie jetzt besser. Hammer. Ei. Drauf. Die haben zu viel Platz. Noch nie angeschlossen. Also das sah echt aus wie... Wenn wir überlegen, wie forsch der war, du hast ja schon gesagt, bei der Europameisterschaft. Ist den Ball nach vorne, Leute. Ja, nur nicht diesen Rhythmus, den Spielrhythmus, auch diese Matchfitness, glaube ich... Und dann diese Wege auch immer wieder vor und zurück zu gehen. Gerade wenn du alleine auf der Seite spielst, hast du ja unheimlich lang. Warum läuft der nicht weiter, ja? Und da ist er noch nicht. Und ja, deswegen hält er sich auch meistens noch zurück. Ja, aber gut Ball. Boah, wenn er jetzt nach vorne spielt, dann knallt er den Karton. Bitte den Ball. Weg! Einwurf Bayern! Jawoll! Der Dumfries. Zu wechseln, das ist doch und das ist der Unterschied. Jetzt geht das sofort vorne im Strafraum, zieht sich eben nicht zurück. Mann, was will man denn? Mit dem Fehler und so kriegst du natürlich auch das Publikum wieder ran. Das ist jetzt genau das, was Inter machen muss. Und die Bayern natürlich im Umkehrschluss sich nicht verrückt machen lassen. Kein Foul. Und ich sage, ich möchte das Momentum weiter anzapfen. Müller, sehr gut. Sehr schön. Schneller. Ihr seid 4 gegen 4. Spielen! Den Raum mit Tempo überbrücken. Dann fehlt in dem Moment. Komm an. Boah! Ecke. Boah, Leute! Geil! Wie lange schon Bayern-Fan? 50 Jahre! 50 Jahre! Bam. An der Ecke? Also hab ich jetzt nicht gesehen. Das ist scheinbar. So, jetzt kommt Josh. Aber der Josh bringt die von der linken Seite immer zum Tor. Das ist Mist. Zum Tor muss weg. So, komm Leute, jetzt sind wir wieder 124. Denkt an YouTube. Denkt an mich und YouTube. So, jetzt. Ah, Torwart, ja gut. Pass auf, der Mann ist wieder ein
70 Meter Abschlag. Ah, nee. Haben wir ja Glück, haben wir ja Glück. Miss Bomba, 128, nee, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt Fußball gucken. Ich kann jetzt nicht mit irgendeinem reden. Miss Bomba, Miss Bomba, Bomba. Auf geht's, Bayern, schießt der Tor. Auf geht's, Bayern, schießt der Tor. Ambi vor, nach, ein Tor. Ja, genau. Jamal Musiala. Oh! Hui, Musovic. Ja, was man traut, innenrum. Sabitzer spielt wieder nicht mit. Sabitzer spielt wieder nicht mit. Oh. Ach, der Manu. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Leichter Spratzer. Der Josch. Wird gesehen. Zeichnung im Gesicht von Josua Kimmich. Ich kann ja sagen, dass draußen Leon Goretzka bereitsteht und da habt ihr das auch nochmal. Der Josch Kimmich ist so geil. Das ist so ein geiler Fußballer, ne? Der nimmt da von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas. Also das ist echt genial. So, ich muss mal gucken, ob der Praise sich gemeldet hat. Das ist der Wechsel. Leon Goretzka, der Spieltagspressekonferenz, konnte man schon entnehmen. So richtig viel hat gar nicht mehr gefehlt. Ne, keine Meldung. Keine Meldung, Bullshit. Leon Goretzka für Sabitzer. Siehst du mal, als wenn ich Ahnung von Fußball hätte. Habe ich direkt gesagt, Sabitzer raus, Goretzka rein. Ne? Oder Grafenberg oder Musiala. Ne? Müssen gleich noch ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Tempo noch mal kriegen. Ne? Dass wir ein bisschen Halali machen. Und Sie haben es ja schon gesagt, mit den nächsten 30 Minuten ist der erste Spieltag vorbei und am Dienstag geht es rund. Leverkusen hat ja auch so seine Probleme. Der Gegner ist ziemlich sicher immer eines. So, wie steht er bei Bayer Leverkusen? Ein Info bitte von euch. Ist da live, oder? Ja. Danke fürs Folgen, Magnus. Also, wie steht bei Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen, wie steht's da? Mein Lieblingsfußballer ist Bastian Schweinsteiger, Fußballer. 1-0 für Brügge. Komm mal. Auf wie? Hand. Hand, der macht doch schon so. Ja, gut, aber wir müssen jetzt erstmal den Videoreferee gucken. Abseits, jawohl, abseits. Immer noch 1-0. Ah, okay, alles klar. Dankeschön, Leute. So, denkt dran, nach dem Spiel bitte auf YouTube gehen, FC Bayern Michael, und ein Abo da lassen. Danke. Ja, aber selbst wenn. Es gibt keine Welt, in der das einen Elfmeter gibt. Naja. Ich weiß ja auch gar nicht, warum er sich da so reingrätscht und das. Er hat ja da gar nichts verloren auf dem Boden da. Fußball ist ja im Stehen, nicht im Liegen gespielt worden, ne? Glaubst du, dieses Jahr ist der Titel drin? Champions League? Puh. Ah, man muss immer ein bisschen Glück haben mit der Auslosung nachher. In den K.O.-Spielen. Bei den Spielen muss man fit sein. Ne? Diese Auswärtsregel gibt es ja nicht mehr. Dass, ne? Aber man muss immer Glück haben. Danke, Luis, für die Rosen. Danke, lieb von dir. Komm, Goretzka, mal Wicke! Oh, da war nichts. Das war echt nichts. Sehr gut, komm an. Und auch Goretzka gegen Brozovic und dann bleibt der erstmal stehen, Mané. Oh. Das würde mich brutal nerven als Anhänger von Inter Mailand. Wenn ich das sehe, der Ballverlust. Und dann bleibt er stehen und gestikuliert erstmal.
Ja, sie schaffen es aber auch, ja, nicht, dass das klar ist bei beiden Gewinnen. Und das macht es natürlich auch für den, der im Ballbesitz ist. Boah! Das wäre jetzt gewesen, wenn er reingefallen ist. Aber hat Glück. Ja, das Spiel. Ja, jetzt ist es spät. Aber muss er trotzdem halten bzw. fangen. Glück gehabt. So, drauf, Leute. Dann werden wir 2-0 noch machen. Dann haben wir Ruhe. Dann die Schnellmann-Tor immer. Weil wo soll er hinspielen? Und dann bist du immer, deutsch gesagt, die ganze Sau, wenn du dann so einen Fehlpass spielst. Auch offensichtlich dran schuld, aber hat mehrere Gründe. Gut. Einfach die Idee ist wieder überragendes Stellungsspiel. Wartet, bis er den Ball annimmt, um im richtigen Moment davon zu stoßen und ihm den Ball abzunehmen. So, jetzt mal überlaufen. Du musst überlaufen hier. Das Spiel breit machen. Nicht durch die Mitte wieder, Leute. Von da heute noch nicht so aus. Nein, die sind ja wieder mit 8 Mann hinten. Zwei Kämpfe, Hellbach und macht auch wieder eine sehr, sehr gute Partie. Mensch, haben wir denn ein Herz hier oben? 10.000 Likes, cool. Ein Mann vom Schalke unternehmen. Ja, wenn du natürlich so einen Spieler hast, der so eine, ist gerade bei Gosens, ein bisschen anders eingeschätzt, noch nicht fit, passiver. Und Alfonso ist natürlich einer, der ist topfit, der kann. Oh, schön, super gespielt. Oh, schön, Sané! Ja! Ist das geil, der Leroy Sané wieder. Mit dem Manni. Sané, Manni, alles zusammen. Alle, 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 alle. Alle, 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 alle. Hast du das gesehen? Ist das ein geiles Spiel? Ist das ein geiles Spiel? Kombinationsspiel packt heute wieder super. Da sind die Bayern-Fans. Ole, ole. Guck mal da. Sané, Manni, Manni, Sané. Und ein Tor. Überragend gespielt, das ist auch schwierig zu verteidigen. Ah ne, Komor war das, Komor war das. Also, Sané, Komor, Komor, Sané. Zup, zup, Doppelpass. Und dann, hup, und er meldet mit dem Rose rein. Geil, ja, Eigentor, ich weiß aber. Das Tor war doch geil. So, 2-0, Ratare, der Drop sie lutscht. Jetzt haben wir noch 24 Minuten, aber ich muss klar sagen, das war der Sieg in Italia. Italia, Fantastica. FC Bayern, Michael, YouTube, ab, ab, Abo da lassen, klick, klick. Die Bayern, FC Bayern München. Wir singen und tanzen in jedem Stadion. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern. Sieg. Sieg. Ah, schön. Und jetzt umschalten, umschalten, schneller, schneller. Zip, zip. Oh, der Müller, geil. Der Müller ist geil. Boah, der Müller, guck mal. Oha. Jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil, Leute. Guckt euch das an. Puh. Ey, der Müller ist sowas von geil. Der Müller ist sowas von geil. Oh, hat mir einer ein Universum geschenkt? Oh nein, schade, keiner. Was, 3-0, ja. Aber cool gespielt, der Müller. Guck mal, was der Dinger da schlägt. Und dann nochmal. Herrlich, herrlich. Jetzt können wir das Bällchen mal laufen lassen. Jetzt haben wir noch 22 Minuten. Jetzt kann man ein bisschen wechseln. Naja, wir haben jetzt auch ein schönes Heimspiel gegen die Stuttgarter. Dann müssen 3 Punkte drin sein. Aber es ist trotzdem ein Top-Spieler, der auch lieber FC Bayern 100%. Ja, da kann man ein bisschen jetzt wechseln. Ne? Zeit bekommt und auch treffen wird. Dann kann man die anderen ein bisschen schonen in den letzten 20 Minuten und dann geht's auf. Wie geht's? Wie steht's denn? 2-0 für den FC Bayern München. Wir haben sich verdient. Also da waren 2 geniale, super ausgespielte Tore. 1-0 war Fantastico.
Das zweite auch schön Doppelpass, ne? Dann macht auch nur ein bisschen vorbei an der Abwehr. Doppi-Loppi. Mashallah. Oh, ich hab nicht mehr viel Energie. Warte, was guck mal. Ah, doch. Ist ja auch spannend zu sehen, wie dieses Quartett da vorne fluide wechselt im Vergleich. Ich meine, das war natürlich eine unglaubliche Konstanz, die Lewandowski eingebracht hat. Auch eine Dominanz mitunter, aber. Wie viel steht's? 2-0 für die Bayern. Zweimal Leroy Sané. Sané. Der Sané. Machen wir, wenn es soweit ist. Goretzka. Ah, ich läuft der Bällchen wieder. Und Inter hat das Zwischenhoch nach diesem Treffer vollständig verloren. Ja, mach noch kein Tor mehr, Inter. Dann können wir wechseln jetzt, ne? Dann kann man noch. Oh, Inter wechselt dreimal. Wenn es gut geht, ist es eben ein Fußballer. Und, schön, Fußballer. Dankeschön. Er hat auch zweimal getroffen, krass. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, der Robert hat ein super Hackentrick vorgemacht jetzt bei Barca. Ja, wie gesagt, bleibt dabei. Er hat sich vieles kaputt gemacht als Legende beim FC Bayern. Ja, der hat einfach so wie Schweini sagen müssen, pass auf, ich möchte gerne zu Barcelona, möchte ich unbedingt gehen, das ist mein Traumverein, ich bin jetzt auch schon im alten Fußballalter. Da hätten die Fans gesagt, alles klar, Robert, kein Ding, aber diese Sache, wie er gegangen ist und was er in den Medien gemacht hat und so, das geht nicht. Das ist einfach Bresch und da hatte sich die Legende bei Bayern kaputt gemacht. Obwohl er viel für Bayern geleistet hat, muss man echt sagen, wie viele Tore und alles mögliche Rekorde geholt hat und sowas, aber nee, das geht nicht, das geht nicht. So wie Schweini, der hat gesagt, ich will zu Man United, das ist mein Verein, da wollte ich immer schon hin. Ich bin jetzt im Alter, wenn ich für Bayern noch unterschreibe, 3 Jahre, dann nehmen die mich nicht und da möchte ich unbedingt hin. Und dann haben die Bayern-Fans gesagt, alles klar, super. Aber jetzt gibt der Süppchen, Mann. Von Meccano und der Gnabry. Gnabry. Vielleicht sehen wir gleich noch ein Süppchen. Wir haben ja noch 19 Minuten noch. 19 Minutes. Oh, aufpassen. Nee, hey, kein Foul. Wieder nicht Nicolo Barella. Ja, Golo Barella. Europameister mit Italien gewonnen. Golo Barella. Barilla kenne ich. Die Nudelsorte. Jetzt umschalt schneller. Barilla. Lecker Nudeln. Lecker Pizza. Oh, was ich gerne mag, ist hier Cannelloni, die gefüllten. So, Foulspiel. Ganz tolles Foul. Jawohl, gut Leon. Ja, der lässt doch vieles laufen, der Schiri, ne? Der lässt doch vieles laufen, der Schiri. Damian, kluger Ball. Ah ja. Das war Joaquin Correa. Haben wir wieder. Ja, die Bayern beschwert sich, weil der Abseits gesehen haben. Ja, der Müller ist nicht auffällig, aber der lässt die Bälle laufen und alles. Doch. Bitte 3-0, ja. Komm, man macht zwei Tore noch. Ja. 2-0 reicht. Ne? Da kann man auch noch ein Tor reinkriegen, dann gewinnt man immer noch 2-1. Entschuldigung, Leute. Naja, spannend. Halb 6 auf, arbeiten und alles so. Ne? Weiß man schon, K.O. abends um halb 11. Das sind 12 Stunden, halb 7, halb 8, halb 9, halb 10, halb 11. Dann 17 Stunden auf. Ja, läuft das Bällchen, läuft das Bällchen, läuft. Das ist doch 5-1. Leverkusen 1-1. Okay. Arbeiten. Ja, die Spieler müssen offensiver agieren, offensiver denken und sich das auch wieder drehen. Boah! Jetzt wieder mit einer super ausgespielten Chance. Ah, Müller. Schade, schade. Sie spielen beide nach vorne, die Super Meccano, gut. Hä? 11 für 7? Wie 11 für 7. Achso. Komm auf, Gnabry. 11 für 7 und der.
Ja, aber mit Kahn steht raus. Okay. Ah, 2 für 4. Das ist doch der Matthäus, ne? Der Matthäus gelicht. Du weißt ja schon, der Arme. Gut, Junge. Das ist schon cool. Dann macht das schon gut. Trinkst du das richtige Bier, Junge? Naja, Gölsch, Junge. Jetzt doch, leist auf Gottes. Ich bin auch eine Gölsch, Junge. Können beide Tali buchen. Ich war ja auch letzte Woche mit von der Südkurve. Was war das? Hab ich jetzt nicht gesehen? Leon I. Dankeschön für soeben. Dankeschön. Ach, ein Fingerherz. Danke. Ein Fingerherz hier, danke. Ja, letzte Woche mit Vorwaschen Südkurve gewesen. Hat die mal richtig gebrannt, die Südkurve. Da war richtig Alarm, da war richtig Power, ne? Kennst du schon, na klar, ich komme aus Gerpen. Gerpen. Ich wohne in Gerpen. Michael Schumacher. Natürlich gehe ich Zollstoff, ich gehe alles aus Köln. Ich war früher oft in Köln. Feiern, Party machen überall. Ah, Oppasse, Oppasse. Gut. Gut, Sahne. Gut, Sahne. Oh. Steht ihm ein ebenso physischer Spieler im Weg. Bei einem TikTok gesendet. Dankeschön, Leon. Hihi, für das TikTok, für mich. Leute, ihr seid geil. Ihr seid geil. Wie gesagt, geht doch mal bitte auf. Jetzt hab ich was vergessen. Auf YouTube. FC Bayern Michael, lasst ein Abo da. Bitte, 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 bitte. Seit wann bin ich Bayern-Fan? Seit 50 Jahren schon. Ich bin ein alter Opa, 50 Jahre. Dankeschön für den Hotdog. Ich habe auch Hunger. Ich habe echt Hunger. Ich kann was essen. Danke. Dankeschön für die Wurst, Leonie. Danke dir. Essen? Wenn ich was trinke, kann ich was essen. Mann, Mann, Mann. Wie steht's? Zahle für die Bayern. Aber ich habe ein Fässchen hier. Hallo. Mann, Mann. Heißt doch Fässchen. Stark, alle beide Tore waren stark. Gut, da war eine war ein Tor, der erste Tor von Sané war schon geil. Bisschen Ball weg. Weiter bei uns überhaupt gar kein Problem. Freitag 19:45 Uhr, Werder Bremen zu Hause. Die machen ja richtig Spaß in der Saison gegen den FC Augsburg. Viertel vor acht ist dann die Zeit, ab der wir für euch loslegen und dann, wie ihr das kennt. Kommt jetzt auch was damit, kein Tor mehr. Aber Inter macht euch kein Tor mehr. Inter macht kein Tor mehr. Gamepad, danke Leonie für das Gamepad und die Rose von dir. Und boah, hey. Und der TikTok und der Autoreifen und die Rose. Boah, was ist denn los, ey? Nice. Broach, ich küsse deine Augen. Junge, 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 ihr seid geil. Ihr seid absolut geil. Oktoberfest startet, ja genau. Oktoberfest startet am 17.09. Ne? Ich hatte gedacht, jetzt am Wochenende. Ich habe mir schon ein Sixpacks Oktoberfestbier geholt, aber ja. Danke, Tim. Danke, Tim, für diesen TikTok. Danke dir. Wohnst du in München? Nein, in Gerpen, sagte ich doch. In Gerpen, bei Köln. Gerpen, bei Köln. Kennst du bestimmt. Michael Schumacher. Gerpen. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich wohne jetzt hier schon 19 Jahre und war noch nicht einmal in dieser Kartrennbahn. Echt Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Wieso München-Fan und nicht Köln? Nix, nicht Köln? Wieso München-Fan und nicht Köln? Achso. Ja, ich weiß nicht, ich bin immer schon Bayern-Fan. Ich mag die Leute, die Mentalität der Bayern. Die Sprache, das Essen, die Berge, alles. Ich meine, alles an Bayern. Danke, Leon, für diesen TikTok. Oh, jetzt wieder. Oh, danke für den Panda und für den Reifen von dir. Für die Rose, für die Ente. Hey, Leon.
Danke dir. Hey Bro, was los? Digga. Ey, danke für alles. Danke dir, wie lieb von dir. Also wirklich cool. Danke dir. Danke. Tani Ivanova. Nein, ich kann jetzt leider keinen annehmen. Weil ich ja leider Fußball am gucken bin und da haben wir noch 10 Minuten. 10 Minuten. Oder ich will noch ein Tor sehen. Jetzt kommt Bayern. Hinter macht eh kein Tor mehr. Wir schießen jetzt noch ein Tor. Wie steht es bei Bayern? 2-0 für die Bayern. Oh, die beiden wechseln das mal. Schoppo steht da unten und? Schoppo und? Ich glaube, es ist Jamal Musiala. Ja, Jamal Musiala, der muss rein. Der muss rein, der Jamal. So, Inter. Feierabend. Bei euch. Dann machen wir noch eins. Dann machen wir auch die Dorfmund 3. Wir machen auch 3. Wir brauchen kein 3. Das reicht ja 2, ne? Wie steht's? 2-mal für die Bayern. 1800, krass. Das sind 1800, krass. 1 minus 800. Oh, da gehen die Italiener schon raus. 10 Minuten vorher, verstehe ich nicht. Es kann so viel passieren, ne? Wenn du so siehst, wie Dortmund gegen Bremen. Ne? Die Dortmund haben 2-0 geführt und haben in den letzten 5-6 Minuten haben die 3 Tore bekommen. Da kann so viel passieren. Die fahren 10 Minuten vorher nach Hause. Also Alter. Da kann so viel passieren im Fußball. Schalalulu. Ist nicht ganz ein typischer Cialanoglu-Abend, aber es ist schon ganz oft so. Was ist denn los? Einwurf. Schiri. Wir gehen ganz viel nach Hause. Krass. Auch nicht entscheidend eingreifen können. Und um uns rum, das kann ich schon mal sagen, gibt es schon größere Wanderungen. Und die tragen alle blau und schwarz. Ja, klar. Raus aus dem Stadion natürlich. Oh, Müller, aber knapp. Wenn da jetzt greift und der fällt. Wenn du triffst, dann ist... Dass die Bayern das Spiel im Griff haben. Bayern im Spiel im Griff, klar. Dass ich nichts mehr anwenden kann, außer vielleicht noch eine Nachlässigkeit. Aber dazu ist Inter einfach noch zu passiv. Ja, die machen kein Tor mehr hinter. Und Bayern hier wirklich nochmal... Inter macht kein Tor mehr. Wo ist Basti? Wer bist du denn? Der Basti ist oben. Müller wird so näher. Sehr gut. Gnabry! Boah, Serge! Du wolltest doch rühren und nicht... Den Stadion schießen, ey. Mann. Wie steht's? 2-0 für die Bayern. Ab geht's auf YouTube. FC Bayern München. Ach, hey, Leon, geil. Wieder eine Hose. Und wieder ein TikTok. Danke dir. Und ein Autoreifen. Cool, danke. Und ein Eis. Danke. Fußball ist cool. Fußball ist geil. Hey, was ist Tennisball und Handel? Hey, Leute, danke. Leon, danke dir. GG. Was ist GG? Hat ein GG? Ein GG, wie soll das? Okay. Danke dir. Bro. Hey, Leon, Blume. Eine Bro. Korea. Boah. Wie gut, dass die blind sind, die Italiener, ey. Danke, was ist das? Nehmen wir das? Hallo September. Nee, das ist eine Drohne. Danke. Leon, was ist da los? Danke dir. GG. Ey, ist gut jetzt. Danke für den Ball. Nee, den Ball, was? Jetzt ist rot. Wurde so eben ein Wunderlampe. Oh, je, ihr macht mich fertig. Spielt da gar nicht mehr. Oh, jetzt kommt Jamal. Und Stanisic. Danke, Leon. Wieder ein Eis. Wieder ein Ball. Danke. Was ist das? Gummibärchen? Mini-Lautsprecher. Gummibärchen, danke. Das ist gut, Leon, danke. Hab ich Geburtstag oder was? Danke. Boah, nice. Ey. I love you. Was ist denn los? Leon ist gut jetzt. Jetzt haust du aber einen raus hier, Digga. Boah, danke, Leon. Hey, die Bayern-Fans hier. Bengalus, danke Leon, du bist der Beste.
absoluter Stabilisator im Spiel. So, 84 Minuten. Hammer. Also 6, 7 Minuten, eine Minute Nachspielzeit. Gut. Abseits, abseits, abseits. Jawohl, 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 jawohl. Grüße, mein Freund Fabian. Ich grüße deinen Freund Fabian. Für Fonzi. Ich glaube, abseits war er, glaube ich, nicht. Nee. Boah. Aber geil. Das ist aufpassen jetzt für 5 Minuten. Aufpassen 5 Minuten noch. Wo bleibt denn mein Universum, Leute? Es gab eine Phase für Inter, die ersten 20 Minuten. Jonas, ist doch mal gut jetzt. Was ist denn los? Nicht zanken hier. Achso, Messi oder Ronaldo. Oh, jetzt gucke ich gerade wieder, könnte Leon wieder, ey. Was ist denn los? Junge, Junge, Junge. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Also ihr könnt auch über PayPal michaelhasing@web.de, also merken, michaelhasing@web.de, alles ein Wort. Bei PayPal könnt ihr auch was machen, wenn ihr wollt. Dankeschön, Leon. Danke, Eiswaffel, Gewichte. Ja, Gewichte, ich könnte mal was trainieren. Ja, da hast du recht. Ihr Bauchtraining könnt ihr machen. Leon, das ist ja gut. Danke, danke, das ist geil. Alter, Falter, du bist ja cool. Also, Leon. Leon, 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 Leon. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Komm, Leute, das Ende jetzt. Ist gut jetzt, Leon. Danke dir. Salute. Das sind jetzt zwei, drei Nachlässigkeiten, denen Lages mal überhaupt nicht gefallen dürften. Nee, hey, deswegen hat er euch mal angespielt. Er ist zu anfällig, der Upamecano. Unnötige Dinge. Haben wir wieder. Hoch da! 3 Minuten plus bis zum 4. 3 Minuten plus, also. Jawohl, die Bayern. Hurra! Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Eieiei. FC Bayern München. Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern. Haben wir wieder, gut. Mensch. Jawohl. Kommt, schnell, schnell, schnell. Sofort Hilfe. Schneller. 4 gegen 3. Ah. 4 gegen 3, da passiert nichts. Ja, guck mal, die haben ja gar keinen Bock, Inter. Guck mal, wie langsam die das Spiel machen. Das ist ja nicht normal. Wie langsam die das Spiel machen. Echt. Ja, dann soll es recht sein, wie. Wir gewinnen der 2-0, dann brauchen wir keine Angst haben, dass da was passiert, ne? Weiter. Ah, schade, wenn der jetzt natürlich durchgeht, der Mann, nee, ups, war jetzt gerade endlich. Oh, Leon, ist gut jetzt, hab ich ja gar nicht mitbekommen. Kannst du dir gar nicht danken. Danke dir, danke dir, danke dir. Hallo Jonas. Ich gebe mein Herz für dich, für Bayern lebe ich, ich lass dich nie im Stich. Alle, alle, oh, oh. Alle, alle, oh, oh. So, komm, 2 Minuten noch. Ja, welche laufen? Gut, die haben keinen Bock mehr. Gut, die Italiener laufen ja gar nicht, die wollen ja gar nicht noch irgendwas machen. Oh, Leon, was ist denn los, ey? Danke, danke. Ist gut jetzt. Danke dir. So. Bist du denn wenigstens auch auf YouTube gegangen, FC Bayern Mission, und hast mich abonniert, Leon? Das würde mir auch sehr viel Freude machen. Und die anderen auch, die anderen 158. Ja, muss ja den Müller noch faul, steht 2-0. Oh, jetzt habe ich das erste Mal den Sohn hängt.
Das muss aber jetzt auch nicht sein, die letzten zwei Minuten. Also das ist ja echt driss, echt ey. Was ist denn jetzt? Weiter geht's. Bist du Influencer? Nee, dafür habe ich zu wenig Follower. Aber wenn der Leon so weitermacht, dann werde ich noch reich heute. Danke, danke. Also wie gesagt, FC Bayern Michael bei YouTube und bei PayPal michaelhasing@web.de. Thank you. Oh, Leon ist jetzt gut. Du hast den dicken Finger vom Spenden jetzt. Leon, hier, 123. Gut, jetzt, mach mal Pause, trink mal was. Danke dir, Bro. Wahnsinn, du bist der Wahnsinn. Du bist der Wahnsinn. La 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 la, Leon. Da wollen wir mal aufpassen. Boah. Nachspielzeit eine Minute vielleicht nur noch, ne? Dann ist Feierabend. Dynamo Zagreb, ja, gewinnt 1-0 gegen Chelsea, das ist auch der Hammer, ne? Also denkt dran, FC Bayern Michael, YouTube! Leon, ist gut jetzt. Oder michaelhasing@web.de bei PayPal. Wie ihr wollt. Ja, manche schreiben hier, ich habe dir Geld überwiesen, sowas. Stimmt ja alles gar nicht. Der Einzige, der hier Attacke macht, ist der Leon. Leon I. 1, 2, 3. Ist ja jetzt gut, danke dir. Ja, wie gesagt, michaelhasing@web.de, das ist bei PayPal. Ne? Die meisten sagen immer, ja, ich hatte 10, 20, 30 Euro für dieses erstes Geschenk. Danke BS für die Blume, ja, für die Rose. Ah, Sven Hals, danke für die Autoreifen, danke dir, cool. Jetzt geht aber ab hier, was ist hier los? Hier ist ja mehr los als bei den Bayern. Danke BS, oh jetzt, pass auf, Gnabry jetzt. Schade. Danke, Leon. Oh, Leon ist hier der unerbittliche Spendenmarathon noch machen. Ist jetzt gut. Danke, danke. Alter, ist gut, Bro, jetzt. Danke dir. Mach Pause. Ist gut. Mashallah. Danke, 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 danke. Ist gut. Nice. Ist gut jetzt. Hast du jetzt Dauerschleife? Danke für die TikTok, danke für die Rosen. Danke für die TikTok, danke für die Rosen. Ist gut, danke, danke, Leon. Ey, alter Falter, was ist da los? Dankeschön für die Geschenke. Danke, Leon, für lieb von dir. Danke, Jonas, für die Rose. Dankeschön. So, jetzt schalten wir um. Wir haben noch eine Minute. Kommen wir mal nach Tor Bayern. Kommen 3-0, wie die Dortmunder auch. Aber ist egal. Die Hauptsache, wir haben die drei Punkte und Judis. Hoffentlich gewinnen die Bayern. Hey, Universum, was ist ein Universum mit TikTok? Aufpassen jetzt. Haben wir wieder. So, komm, Feierabend jetzt. Jawohl, 30 Sekunden noch und dann ist Ende, dann gewinnen wir in Italien. Jawohl, wir gewinnen das Auftaktspiel 2-0. 2003 ist Ihnen das nicht gelungen. So, kommt, Jungs. Nummer 19 in Folge. Der Leon ist gut jetzt. Ich muss erst in den letzten 3 Sekunden kommen. Ende, 10 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1. Das Spiel ist aus. Der FC Bayern München gewinnt 2-0 bei Inter Mailand. So, das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen 2-0 bei Inter Mailand. Hochverdient. Also das war ein super Spiel. Die letzten 20 Minuten und zweite Halbzeit. 1-0 durch Leroy Sané. Also wirklich super. Das müsst ihr euch angucken, das kann man nicht sagen. Und dann das 2-0 auch wieder durch Sané. Wird aber nicht anerkannt, weil er super gespielt hat mit Kingsley Coman. Doppelpass wieder zurück zu Coman.
nach vorne und dann Eigentor, aber das war ja super. Also war ein schönes Spiel und ja, die Bayern haben hochverdient gewonnen, 3 Punkte, Italien macht natürlich jetzt hier Theater, hätten sie in den 90 Minuten Zeit gehabt, dieses zu revidieren, dieses 2-0 der Bayern, ne? Aber diese Chancen haben sie nicht genutzt und sind noch nicht groß ins Spiel gekommen, die Italiener, die Bayern machen das super, haben hochverdient und auch die Leute, die reingekommen sind, die Bayern-Fans sind am Jubeln, man kann nur sagen, Hut ab, wie gesagt, Leroy Sané, die 2 Tore, ganz geil gemacht, die Mannschaftsleistung hat gestimmt nach 20, 25 Minuten der ersten Halbzeit und nachher der zweite Halbzeit war gut, haben wir dominiert und das zweite Tor gemacht und dann war es ja auch, da war der Drops gelutscht, ne? Alles klar? Super, die ersten 3 Punkte für die Bayern, mir ist an mir und super Jungs. Danke, dass ihr bei meiner Show dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.